Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich möchte euch mal mit euch über Sprichworte reden. Also es gibt so Sprichworte, die treffen den, also die treffen wirklich so zu. Sowas wie, ich fühle mich unwohl in meiner Haut, wenn jemand zum Beispiel Ausschläge, also viele Leute, die Ausschläge haben, fühlen sich einfach gerade mit sich auch nicht unwohl. Oder so diese typisch alten Sprichworte, die haben oft einen sehr, sehr wahren, tiefsinnigen Kern dahinter. Aber es gibt auch so Sprüche, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ja, ich finde sie doof. Sowas wie, nur die Harten kommen in den Garten, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist wie eine Hühnerstange, je weiter man nach unten kommt, je mehr Scheiße ist. Es stimmt, ich finde das alles so, stimmt für mich einfach gar nicht, weil es ist alles so deprimierend. Es ist so, wenn man schon mit solchen Sprüchen groß wird, dann wie soll man dann überhaupt so die Chance haben, so ein bisschen Optimismus zu entwickeln? So dieses typische, einfach, ja, sich über den Dreck auf der Straße freuen. Es ist ja, wenn man schon groß wird, mit deprimierenden Ansagen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Doch, tut er. Das ist ja schon, das sind so unlogische Sätze auch teilweise. Gut, ein Hühnerleiter wird wirklich, je weiter man nach unten geht. Obwohl, eigentlich von der Fliehkraft her ist es oben am schlimmsten. Weil oben sitzt ja das Huhn. Also es darf direkt aufkommen. Und dann von der Erdanziehung und so wird es ja immer weniger. Also stimmt dieser Spruch auch nicht. Und ja, das Leben ist kein Ponyhof. Den verstehe ich schon sowieso nicht. Also ich gebe zu, den verstehe ich gar nicht. Ich glaube, andere zerlegen Sprichworte auch gar nicht so wie ich gerade. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich glaube, das ist so dieses so ein typisches Ding bei mir. Ich zerlege solche Sachen gerne und überlege dann noch die Sinnigkeit dahinter, wo viele andere sich nicht mal Gedanken drüber machen. Aber ich finde es einfach so schwierig, wenn man Leute so Sprüche an den Kopf wirft, die man klar selbst viele in älteren Generationen auch zu hören bekommen haben. Aber ein Beispiel ist so Sprüche, die dich als Kind schon gestört haben und verletzt haben und dich schon, ja, dir schon nicht gut getan haben. Wieso gibst du die dir an die nächste Generation weiter? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach so dieses, wozu? Wieso kann man den Kreislauf von sowas nicht einfach mal versuchen zu durchbrechen? Und einfach sagen, ja, da gibt es so einen Spruch und ja, den könnte ich jetzt ablassen, aber ich lasse es. Ich lasse es einfach und sage meinem Kind zum Beispiel, wenn es zu mir kommt und sagt, ich habe mein Ace ist runtergefallen. Nichts Leben ist kein Ponyhof, sondern zum Beispiel, du arm, es tut mir jetzt aber leid. Aber manchmal passieren solche Dinge. Aber wenn du möchtest, können wir dir ein neues Ace holen. Das wäre doch auch mal eine Idee. Dem Kind nicht zu zeigen, dass die Welt nur traurig ist, sondern einfach mal, ja, Kindern und auch Jugendlichen, nur weil ein Kind nicht mehr 5 Jahre alt ist oder 7 oder 10, muss man es noch lange nicht gleich in die harte Realität schubsen der Welt, sondern man kann auch einfach weiterhin schützend da sein. Meine Eltern haben mir versucht, so gut sie konnten, meine Mutter hat versucht, so gut sie konnte, diese Sprüche zu lassen. Mein Vater hat sie dann doch schon auch relativ oft abgelassen. Aber sie haben mich echt immer genervt. Und das Witzige war, wenn ich mit meinem Papa dann, als ich älter war, darüber geredet habe, hat er immer zu mir gesagt, diese Sprüche zu hören, hat mich so genervt. Aber er hat sie dennoch weitergegeben. Und das ist einfach, das ist so ein furchtbarer Kreislauf, der irgendwie in der Gesellschaft entstanden ist, so dieses, man muss diese alten Konventionen aufrechthalten. Man muss sich daran klammern und man muss da festhalten und die sind ja so wichtig und die sind so unglaublich gut und die haben uns schon immer geholfen und es kann sein, dass die geholfen haben früher, aber früher war die Welt auch anders. Ich meine, wenn mein Großvater diese Sprüche zu hören bekommen hat, dann ist es was anderes, ob ein Mensch, der in der Nachkriegszeit bekommen hat oder ein
Boomer, die hören. Oder ein Millennium, das hört, weil andere Leben, andere Welt, andere Probleme, andere Situationen. Ich meine, wenn man heutzutage zu uns sagt, nur die Harten kommen in den Garten, werden die einen oder anderen sagen, was ist ein Garten? Wurde, weil es kaum noch Gärten gibt. Wir sind in einer Welt, wo praktisch überall Straßen laufen und das Grün sowas von ausstirbt. Wälder gibt es zwar noch, aber ja, oder ich habe das vor lauter, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Da werden auch viele sagen, ich sehe den, das kann man inzwischen umdrehen, ich sehe die Bäume vor lauter Wald nicht mehr, weil es kaum noch Wälder gibt. Wir sind in einer ganz anderen Welt inzwischen. Und ich finde, alte Sprüche sind so lange gut, solange die Situation und die Welt darum auch noch stimmt. Aber sobald die Welt sich ändert, was jederzeit passiert, sollte man auch die Sprüche verändern und einige auch streichen. Und heutzutage wissen wir, dass es in Ordnung ist, wenn Männer weinen. Also kann man diesen Indianer kennen, keinen Schmerzspruch auch sich schenken. Und wir wissen, dass es inzwischen in Ordnung ist, wenn man auch mal nicht alles hinbekommt. Und wir müssen auch nicht mehr alles hinbekommen. Früher, in den Zeiten, wo diese Sprüche entstanden sind, das waren Leute, die mussten ein ganzes Land wieder aufbauen nach einem Krieg, den die Deutschen nicht wollten. Den wollten wir nicht. Es waren nur die Nazis, die den wollten. Also wir wollten den nicht. Das muss man immer wieder mal betonen. Und dieses Land wieder aufzubauen, das hat Kraft gekostet. Das war ein Aufwand, der unfassbar ist, den wir niemals, ich werd nie verstehen, wie dieser Aufwand war. Meine Uroma hat das Land mit aufgebaut. Meine Oma hat dafür gesorgt, dass wir heutzutage eine Struktur haben, wo die Leute geschützt leben können. Ich meine, hier in Deutschland geht es uns wirklich, wirklich im Vergleich zu vielen Ländern gut. Ja, wir haben Probleme. Unser Rentensystem funktioniert nicht mehr. Ja, es gibt Armut. Ja, aber wenn man jetzt mal, jetzt mache ich wirklich diese typische, was ist woanders Ding, aber ich kann es vergleichen. Ich kann es vergleichen. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus einem Land, wo Armut die Normalität ist. Wo es ein Wunder ist, wenn man 18 wird. Ja, und das ist hier in Deutschland. Hier in Deutschland hat man das Problem, dass wir überaltern. Und das ist so das Vergleichsding. Und wenn man diesen Unterschied sieht und aus dieser Zeit dann wiederum die Sprüche hört, dann machen sie Sinn. Aber für eine Generation, die bisher nur Probleme hat, die aus diesen alten Zeiten kommen und die aber auch noch keine wirkliche Lösung hat und auch keinen Anhaltspunkt. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, die einzige Möglichkeit, wie man jetzt das Klima schützt, ist der Spruch, wir gehen jeden Freitag auf die Straße und demonstrieren. Aber das ist ja keine Lösung. Wenn jetzt Tausende auf die Straße gehen und demonstrieren, dadurch ändert sich noch nichts. Ja, man hat auf ein Problem aufmerksam gemacht. Klar, immer eine gute Sache. Aber es ist wie wenn man sich einen Finger schneidet und dann zu seiner Mutter sagt, guck mal, ich habe mir den Finger geschnitten. Und dann Mutti drauf guckt und sagt, oi. Und jetzt? Dann blutet es trotzdem weiter. Das Problem ist noch da. Nur weil jemand jetzt weiß, dass das Problem da ist und man darauf aufmerksam gemacht hat, wird das ist das Problem nicht weg. Und das ist eine Tatsache, auf die man unsere Generation mal vorbereiten hätte sollen. Nämlich das Tun. Nicht die klugen Sprüche reißen, sondern tun. Und ich rede hier jetzt gerade groß und weise heraus. Aber ich habe dieses Problem auch. Ich tue auch nicht. Obwohl ich habe viele, ich denke immer über viele Dinge nach. Und ich habe auch viele Sachen, wo ich so sage, ich würde das gerne machen und Projekt und überhaupt und sowieso und das muss ich mal anpacken. Ich brauche jetzt einen Tisch für meine Küchenmaschine. Oh, den müsste ich aufbauen. Naja, kann ich auch nur schieben. Und das ist das Problem. Solange wir immer da sitzen und alles schieben und nur auf die Probleme aufmerksam machen oder nur verlangen, wir müssen die Problemlösungen, die Vorgenerationen schon haben, schneller. Es muss schneller gehen, es muss alles schneller gehen. Solange kommen wir nicht weiter.
Und das ist nun mal eine Tatsache, die der beste Spruch der Welt nicht löst. Weil am Ende des Tages ist ein Spruch auch bloß ein Gedanke. Und ja, die Taten folgen den Gedanken. Aber wenn man zu viele Gedanken hat, dann folgen keine Taten mehr. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.